Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Feuergrün. Ja, ach, in der letzten Folge hat Professor Eich sein E verloren und die Starter-Pokémon außerdem. Und wir sind jetzt als Maike unterwegs und keine Ahnung, ob wir jemals wieder als Stefan spielen dürfen. Das fände ich, war ja klasse unter Item ist, fände ich natürlich sehr, sehr schön. Ein wildes Visor erscheint. Visor ist eins der Pokémon, die ich am allermeisten hasse. Also einfach nur, weil ich es scheiße finde. Deswegen bringen wir das gleich mal um. Ja, und ein weiterer Trank. Wie viel Dreck? Ich wollte gerade nachgucken. Ein wildes Taubsi. Komm, ihr schickt mal... schickt mal Raupi rein. Nein, ich wollte nicht... Warte, zurück. Tausch. Los, Raupi. Ja, ich meine, Käfer gegen Flug und so, aber das Vieh kann bestimmt nur tackeln, von daher. Daneben. Oh oh. Komm, ich probiere mal, ob ich das durchziehen kann. Das zieht doch ganz schön viel ab. Nein, nicht Status, ich will es tauschen. Los, Shiggy, zeig ihm deinen Blubber. Jetzt kann er also auch Krits machen. Ah ja. Schön, schön. Ich vermute mal, wir müssen oben lang. Und wer bist du? Ein Nerd? Ich habe mein Flamly ein wenig getuned. Ja, ja. Streber schlägt Flamly in den Kampf. Ah, ein Streber, natürlich. Ah, so schön. Komm, Blubber-Attacke. Sehr effektiv, natürlich. Und die Glut dagegen nicht effektiv. Gut, dass ich mich nicht umgehauen hat. Tackle oder so, der ist wohl schon ausgereicht. Da-da-da-da. Das gibt aber schön viel EP. Wasser ist unfair. Schade, hätte ich jetzt mit dem Raupi den Typen besiegt, ne? Da bestimmt hier rumgebackt halt. Ich will doch, Beutel. Geht's auch mit... Ah, es geht auch mit der Taste. Gut. Diesmal gibt's kein... Und ein langsames Auffüllen der KP, sondern die sind sofort wieder hergestellt. Okay. Gibt es. Natürlich. Ah ja, ein Trank. Was sonst? Taubsi. Kommt da ruhig mal ab. Level 2 ist, macht ja uns jetzt nicht so viel. Ein Superball. Ein weiteres Visor. Ich hau ich den mal um, einfach nur, weil ich dich nicht leiden kann. Ach, und wir haben eine neue Attacke gelernt. Das habe ich gar nicht mitbekommen gehabt. Was denn für eine? Panzerschutz. Wie nützlich. Allerdings weiß ich auch nicht, ob das die Verteidigung vielleicht sogar stark erhöht. Ich habe übrigens letztens mal einen von Suis Pokémon-Let's Plays geschaut, also Sui Shomaro. Das ist der einzige Grund, warum ich mich jetzt einigermaßen hier auskenne mit Pokémon. Ta-ta-ta-ta. Ich habe zwar früher auch... Also die ersten zwei Gens habe ich gespielt gehabt. In der ersten kenne ich mich noch relativ akzeptabel aus, in der zweiten schon nicht mehr so gut. Und ich hatte auch nie Ahnung, für was Angriff und Spezialangriff gut sein soll. Also ich war seit eh und je ein ziemlicher Pokémon-Noob. Bekomme ich auch ein wenig Whisky? Woher weißt du denn das? Ich heiße meinen perversen Kollegen. Naja. So. Gibt's vielleicht hier was? Yeah. Ein Trank. Und vielleicht ein nettes Pokémon. Nur mal schauen. Ja, ratzfratz. Ja, verschwinde ich mal lieber schnell wieder. Und hier ist ein Schild mit der Aufschrift. Acht auf versteinerte Items. Ja, auch in der Prähistorie gab es bereits Tränke. Das hatten wir ja schon mal mitbekommen. Taubsi. Da hau ich mal ab. Ich meine, Level 2, das lohnt sich nicht ein bisschen. Mal gefunden, einen weiteren Trank. Na? Und wer bist du? Luigi vielleicht? Ha! Ich habe mich in der Ecke versteckt und du hast mich nicht gesehen. Wir Camper haben es einfach drauf. Jetzt bist du fällig. Kein Luigi, sondern ein Camper. Camper schält Kratzfratz in den Kampf. Mensch, keiner mag Camper, das weißt du doch. Ich finde mal schon. Ja. Ja. Okay. Gibt es also nur einen kleinen Verteidigungsbonus und ich glaube, ich muss gleich mal einen Trank einsetzen. Ja.
Und zwar jetzt. Bordoi. Komm schon, haus um. Jawohl. Ta-ta-ta-ta. Wenn das so weitergeht. Ich hoffe mal, der hat nicht noch mehr von Level 7 Ratzfratzen. Level 6, das ist schon besser. Tickle. Ein netter Crit. Aua. Verdammte Viecher. Und zum Schluss nochmal ein Visor. Ich kann ja mal auf meinen Robby wechseln. Tauschen. Blubber. Aua. Und Tackle. Nein. Okay, ich wollte einfach mal ausprobieren, was passiert. Ich habe eigentlich erwartet, jetzt kommt noch irgendwas Lustiges. Damit habe ich ja schon festgerechnet und ich... Also ich hätte einfach mal einen Trank nehmen sollen. Aber wie gesagt, ich habe auf einen lustigen Abspann gehofft. Er kann jetzt mal das Raupi zeigen, was es kann gegen diese gewilden Pokémon hier. Zum Beispiel gegen dieses Taubsi müsste es vielleicht eine Chance haben. Ja. Na los. Shiggy, du bist jetzt dran. Töte es, los. Mann, das Shiggy ist aber auch. Komm schon. Sehr gut. Ja, Raupi erhält ein paar EP und Shiggy auch. Sorry, dass wir das hier Weg nochmal laufen sollen. Laufen müssen. Aber naja. Naja. Haben wir eigentlich schon Geld bekommen? Maike? Ja. Wir haben schon ein paar. Komm her. Ein paar Poké-Dollar. Ich habe mich noch nie gefragt, ob das eigentlich in Japan Poké-Yen sind. Und nur überall sonst Poké-Dollar. Ich vermute ja auch mal, dass wir das aus dem Englischen dann wieder übersetzt haben. Und nicht direkt aus dem Japanischen ins Deutsche. Tja, was mit dem Robby drin, der wird bestimmt nichts. Jetzt hätte er bestimmt eine Chance gegen ein anderes Raub hier. Los, Shiggy. Nein. Ach man, ich bin schon gewohnt, dass immer Tauschen ganz oben ist. Noch von früher natürlich, dann wirbelst du uns. Los, mach es fertig mit deinem Blubber. Einwandfrei. Ta-da-da-da. Und eigentlich müsste doch unser Dings hier, unser Raupi. Jawohl, Level 4 sein. Gut, gut, gut. Vielleicht hat es ja so irgendwann mal einen Nutzen. Ta-da-da-da-da. Und gleich sind wir wieder an unserer Ausgangsposition. Lässt sich auch ein bisschen anders steuern übrigens. Dadurch, dass, wenn ich nach links laufe und kurz nach oben drücke, der sich das nicht merkt. Also wenn ich jeden Schritt nach oben drücke, dann... Ne? Weißt du, wie ich meine? Merkt er sich das nicht. So, aber jetzt. Wo bist du denn, du Camper? Hier links, stimmt ja. Ein Visor erscheint. Komm, Raupi, das machst du doch fertig, oder? Ja, wir sind schon mal schneller. Aber haben trotzdem den miesen Angriff. Und miesen der Verteidigung. Das überleben wir doch nicht. Na, klasse. Kratzer. Gleich bestimmt noch ein Kratzer hinterher. Und komm schon, stirb! Ich hoffe, das bringt ein paar EP. Jawohl. Wenigstens etwas. So, nochmal das Ganze. Hallo. Du hast mich nicht gesehen, jetzt bist du fällig. Ich hätte vielleicht Shiggy vorlassen sollen. Weil Raupi hat natürlich keine Chance gegen dieses Ratzfatz, aber ich kann wenigstens mal tackeln. Ja, hat sich gelohnt. Go, Shiggy, tackle es. Ich sollte vielleicht mal Panzerschutz. Und dann nochmal einen Panzerschutz. Unsere Verteidigung ist jetzt doppelt so hoch. Ich sagte Panzerschutz. Dann hau ich meinen Trank noch rein und dann sind wir relativ gut gerüstet gegen die drei. Ha, da ist sogar daneben.
Auch daneben. Na, klasse. Na, klasse. Los, hau es um. Sehr schön. Yeah. Nein, ich möchte nicht wechseln. Ich werde nur draufhauen. Natürlich benutzen die hier immer schön eine Priority-Attacke. Na klar, nochmal zum Schluss haben wir mir eine reingegeben. So. Was war das letzte? Nochmal ein Visor, ne? Jawohl, ich nehme nochmal sicherheitshalber einen Trank. Noch haben wir ein paar. Aber der Kerl macht zum Glück nicht so viel, ja. Nicht so viel Schaden. Sehr schön. Das ist kein Ego-Shooter, sondern Pokémon. Außerdem sind Camper bei beidem unbeliebt. Ja, da habe ich vorhin auch schon drauf anspielen wollen. Na gut, nehme ich eben das Item mit. Und laufe dann wieder einmal rundherum, wie im Original. Immer schön in Kreisen laufen. Und wir haben hier ein weiteres Taubsi, das lasse ich mal in Ruhe. Obwohl, nee, das kann ich auch umhauen. Ich hätte gerne noch das Level up. Ja, natürlich Sandwirbel. Dafür lieben wir ja Taubsies. Jawohl. So. Ach, da oben ist noch ein Streber. Ich habe mein neues Pokémon im Mediamarkt gekauft. Ich bin doch nicht blöd. Boah, der war echt richtig scheiße. Ah, ja. Ein Visor. Oh, das tut echt weh. Boah, ich muss mir ganz kurz am Kopf fassen. Oh, au. Ganz großes Au. Visor setzt Discworf ein. Ah, ja, klar. Update. Was? Ein weiteres Update. Oh mein Gott. Motion Plus sieht vor Bewegungen voraus und hat uns deswegen abgewehrt. So ein Visor ist gar nicht mal so schwach. Ah, sehr schön. Stimmt, du bist nicht blöd, sondern dumm. Weil es das Viech bei eBay günstiger gibt. Ist hier vielleicht der Stein? Nein. Ich hoffe, wir kommen bald in eine Stadt. Ja. Bist du nicht der Rivale? Dann machen wir das nochmal ganz schnell. Nein, halt. Beutel, Trank. Nein, Beutel, Trank. Schicki. Fetial oder Fetial. Hey Michael, schön dich zu sehen. Ich habe gehört, dass Team Shocket hier seine Basis hat. Vielleicht findest du hier die Pokémon und das E von Professor Eich. Darf ich dir helfen? Ja, von mir aus. Klar, aber wie willst du das anstellen ohne Pokémon? Wie bist du überhaupt ohne Pokémon hierher gekommen? Der Junge in Knoblauchheim hat mich durchgelassen, weil ich das beste Pokémon aller Zeiten habe. Ich zeig's dir. Na jetzt. Gary schickt Stefan in den Kampf. Ha, ha, ha. Oh Mann. Warte mal ganz kurz einen Augenblick. Ich habe mein Mikro zu sensitiv eingestellt. Das muss ich mal ganz kurz. So, da bin ich wieder. Ich wusste nicht ganz genau, wie die Aufnahmesoftware reagiert, wenn ich das on the fly mache. Wir müssen also gegen Stefan kämpfen. Oh mein Gott, aber er hat recht. Das ist das beste Pokémon aller Zeiten. Ich nehme erstmal den Panzerschutz. Stefan wirft einen Stein. Ja, das sieht mir ähnlich. Und dann einen Rutenschlag vielleicht. Stefan. Oh mein Gott. Bin ich wirklich gerade schreiend im Kreis gelaufen? Gut, ich wurde also von Shiki besiegt. Oder wir haben Stefan besiegt. Wie auch immer. Vielleicht ist Stefan doch nicht stark genug, um Team Shocket eine Lektion zu verpassen. Alter. Das ist doch nicht euer Ernst. Ach, das ist geil. So, wo haben wir denn? Meeresforschungslabor. Ein Sonnenbonbon. Leuchtturm, Zutritt verboten. Boing. Hier liegen überall. Kann ich gar nicht lesen? Nein. Und hier? Geht auch nicht. Na, hallo? Oh, hallo! Das hier ist mein Labor. Ich erforsche Wasser-Pokémon. Tut mir leid, aber ich bin gerade beschäftigt. Dieses Entern sensiert sich nicht von allein. Aber könntest du mir nicht eventuell einen Shiki borgen?
Echt, du hast einen Schicki, kannst du mir vielleicht morgen vorbeibringen? Ja, damit es auch schön aus. Ah, nachdem ich in Antons Kopf kein Gehirn finden konnte, arbeitete ich meine Suche auf seinen Magen. Eventuell hat es ja aus Versehen sein Gehirn gegessen. So, wo sind wir hier? Hallo? Wer bist du? In letzter Zeit ist es im Wald sehr still. Ob der Celebi etwas zugestoßen ist? Hui, ein Buch. Mal gucken, was drin steht. Insert funny text hier. Wie langweilig. Nein, jetzt sieht man es auch noch, wie ich den Ton leiser mache. Entschuldigung, ignoriere das. So. Hallo. Soll ich deine Pokémon heilen? Ja, bitte. Bitte gib uns deine Pokémon. Hier, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm jederzeit wieder vorbei. Sorry, dann muss ich mal an Zoe denken. Hey, magst du Anton? Der Gehilfe im Meeresforschungslabor liebt sie über alles. Ich habe ihm deshalb meinen Anton für ein paar Tage ausgeliehen. Man muss kein Pokémon-Trainer sein, um ständig in Pokémon-Centern abzuhängen. Ich zum Beispiel habe einfach keinen zu Hause. Ach, sehr schön. Dieser verdammte Architekt. Er hat mich ein Vermögen gekostet und was baut er mir? Ein Haus ohne Türen. Ich würde ihm am liebsten meinen Raupi auf den Hals setzen. Zu blöd, dass der Pokéball jetzt im Haus liegt. Hallo? Wo bin ich? Ah ja. Das ist wahrscheinlich, kann ich hier... Der Schrank steht im Weg. Ja. You know say, ja? Das war wahrscheinlich jemand von Professor Eich. Ja, sie haben Alzheimer. Hallo. Auf Mount Kesmi soll Raikaza gesiedelt worden sein. Weiß ich nicht. Sorry, kenne ich nicht. Ist Generationen über mir. Ah ja, ja. Hier ist bestimmt besagtes Haus. Ich komme wirklich nicht rein. Nee. Hallo. Ich bin der einzige Käfersammler mit einer Waldphobie. Anton. Mein Pokémon ist ja so toll. Aber Antons können doch gar nichts. Doch, es kann sehr viel. Gestern zum Beispiel hat es ganz alleine meinen Fernseher demoliert. Das können deine Pokémon nicht. Vielleicht solltest du dir ein Cover dort zulegen. Das hat genauso wenig. Das kann genauso wenig, aber lässt deine Sachen heilen. Ja, richtig. Außer es entwickelt sich, dann... Ne? Weißt du ja. Ach ja, guck mal. Ja. Hier können wir also nur hinschauen. Geh mir aus dem Weg. Psst. Bist du interessiert an Pokédrogen? Nebula, Rauch, Hypertränke, Pokeriegel. Ja, willst du welche? Natürlich kosten die Drogen etwas. Denkst du, ich verschenke sie hier zum Spaß? Ja, ich wollte gerade was... Oh. Mein Mann arbeitet beim Team Shocket. Was ist mit dir? Arbeit ist für mich alles. Aber um alles kann ich mich nicht kümmern. Ja. Ah, guck mal einer an, wenn du nicht von Team Shocket bist. Hallo, ich bin ein Mitglied von Team Rocket. Nicht Team Shocket? Nein, nein, mit dem Pack geben wir uns doch nicht ab. Wir von Team Rocket haben uns auf die Züchtung von Ratzfratz und der neu entdeckten Pokémon-Art spezialisiert. Was für eine neu entdeckte Pokémon-Art? Das Urmel. Es wurde gestern im Eis gefunden. Ich muss... Ich kotze ins Meer. Alter. Shocket, Hauptquartier. Du hast hier nichts zu suchen. Verschwinde. Shocket Handlanger schlägt Ratzfratz in den Kampf. Was sonst? Hätte nur Ratzfratz und Zubat und... Na, ihr wisst schon. Nein, Raupier, bitte nicht. Shiggy, du bist jetzt dran. Zeig ihm deinen Blubber. Aua. Dann deinen Tackle. Dann nochmal deinen Tackle. Muss gleich mal... Irgendwie macht das viel mehr Schaden, als wir denken können bei 4 Level Unterschied, oder? Ach komm, ich schicke mal hier Raupi in den Kampf. Los, Raupi!
Benutze deinen Trank für Shiggy. Naja, naja, ne? Los. Gott, jetzt trifft er auch noch daneben. Boah, Blubber macht nicht mehr Schaden. Das gibt's überhaupt nicht. Ich kann es überhaupt nicht verstehen. Ich dachte mal, Blubber und Tackle wären vom Angriff her das gleiche, aber ich meine, wir würden nur noch Step bekommen. Ein paar EP, ich muss gleich mal reingucken hier. Pokémon. Warte, ich bin zu blöd, die Tasten zu drücken. Status. Ach, hier haben wir. Ah, hier haben wir auch die Tacken und sowas, aber nicht keine Beschreibung dazu, ne? Doch. Ah, okay. Ah, ja, ja, ja. Ich sehe. Also Blubber hat 30 und Tackle hat 35. Und unser Spezialangriff ist, naja, minimal, also fast gleich stark. Tackle ein bisschen mehr. Gut, ah, so geht es also. Ich habe zwar ein Fragezeichen oben kleben, aber ich bin trotzdem keine Rätselmaschine. Ja, ja. Okay. Dann müssen wir ins Poké-Center. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass die Lampen auch ein bisschen aussehen wie ein Pokéball. Geh mir aus dem Weg, Junge. Und vielleicht sollte ich auch mal in an den Markt vorbeischauen. Hallo. Ich finde das Gezwitscher zwischendrin immer ganz cool, wenn sie heilt. Eine Karte. Die ich mir aber nicht angucken darf. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwo einen Markt? Zum Einkaufen. Da darf ich nicht lang. Waren wir hier schon? Ja. Dann eben hier oben rechts vielleicht. Hallo Oma. Ja, ja, die guten alten Zeiten, als es noch keine Pokémon gab. Natürlich, die wurden erst gezüchtet. Mike findet Sonnenbonbon. Na? Früher habe ich auf dem Land gelebt. Manchmal vermisse ich diese Zeit. Aber hier ist es geiler. Hier gibt's Disco statt Scheunen. Einen Hyperball. Gibt's hier? Nein. Der Alte ist auch den ganzen Tag nur am Zocken. So, ich muss direkt mal gucken, ob die Sonnenbonbons auch das tun, was ich vermute, dass sie da tun. Warte. Heute. Krankheit um 20 KP. Kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Effektiver als Pokéball, effektiver als Superball. Okay. Ich finde auch ganz cool, dass die Kämpfe auch relativ... Ja, kann ich sagen, dass die anspruchsvoll sind? Ja, kann ich. Doch. Also ist auf jeden Fall nicht zu leicht. Das möchte ich damit sagen. Kann ich ja vielleicht einkaufen? Ach, guck mal an, gleich ein großes Kaufhaus. Willkommen, können wir helfen? Wir haben alles außer Pokébälle. Wieso habt ihr keine Bälle? Die Fabrik hat im Moment einige, nun ja, Schwierigkeiten mit der Umweltbehörde. Dann kaufe ich eben... Wie viel habe ich eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld ich habe. Warte, ich muss erst nachgucken. Nein, 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 falsche... Ich komme nicht klar. Es gibt nur zwei Tasten, ja, aber ich... 4000. Und ich sehe gerade, es wird Zeit für die nächste Folge, denn hier, ne? Spielzeit und so. Also, das nächste Mal hauen wir Team Shocket um. Gut, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ich find's einfach klasse. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.